So Leute, neue Folge. Aber diesmal ganz anders. Ich habe ja in Instagram schon gesagt, dass ich ganz viele Aufnahmen habe, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Und da werden wir jetzt erstmal alles mal durchgehen. Da sind auch noch ein paar Sachen von Spanien. Sind auch noch ein paar Sachen dabei. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Schubboden. Wie ich Müll entlade, wie das aussieht von oben, habe ich aufgenommen, so dass ihr seht, wie das mal rausgedrückt wird. Dass die Wand drückt, das drückt im Prinzip raus, weil der Boden sich, hallo, 2000 Jahre später. Weil der Boden sich bewegt. Und somit kann man ohne Probleme dann die ganzen Rotz rauskriegen bis hinten hin. Man muss halt immer wieder die Wand wieder zurückdrücken und dann alles sauber fegen. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Bis gleich. War jetzt erstmal schon mal der erste Einblick, wie ist mit dem Schubboden jetzt. Wie gesagt, ich gucke jetzt gerade komplett mal die ganzen Sachen durch, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Und ich habe noch eine Aufnahme von Barcelona. Und dort bin ich an die Azamara Club Cruises dran gefahren. Und wir waren dann so früh, dass wir wirklich die allererst dort waren, die zum Entladen waren. Kurze Story dazu, wir waren dort. Und waren auch wieder als letztes weg, weil unsere Sachen irgendwie zuletzt gebraucht wurde. Wir standen da locker flockig standen wir dort 7 Stunden. Das war eigentlich so ein paar kleine Highlights aus dem Sommer gewesen. Viel Spanien habt ihr ja auch selber gesehen. Und hier zeige ich euch jetzt erstmal die Szene davon. Und dann gehen wir gleich ganz gemütlich weiter. Also wie gesagt, wenn euch so ein Format gefällt, einfach mal unten in den Kommentaren schreiben. Weil, wie gesagt, viele Sachen bleiben auf der Strecke. Und da könnte man irgendwie so ein Mischmasch-Folge machen. Ne? Also, ja. Überlegt's euch, schreibt unten in den Kommentaren, falls euch so oder so gefällt. Daumen hoch, abonnieren, so das komplette Rotz, was YouTube gibt. Und lange Schwafel, komm. Immer an, ne? Bis gleich. So, wir sind wieder mal in Barcelona. Und wir fahren jetzt gerade ein anderes Hafenbecken an. Und haben auch ein anderes Schiff anzuliefern.
Die Einfahrt ist hier mega enge. Aber da hinten seht Trockendock und da sind fette Yachten. Richtig fette, fette Yachten. Also die kosten bestimmt ein paar Cent mehr als so ein Mercedes. Sehr interessant. Da hinten ist, glaube ich, Shopping, Dinning. Sind die hier. Ey, schon sehr, sehr geil da hinten. Die sind schon richtig geile Yachten. Also ich würde ich mir auch mal gerne so live angucken. Also drauf und mir das Schiff. Und hier darf ich ja nur so nur Schritttempo fahren. Von daher, auch vor uns ist auch. Also hier sind mehr Trockendocks. Ich denke mal, dass die auch hier viel gebaut werden oder ich denke mal, das ist auch ein kleiner Kreuzer hier. Das ist definitiv keine Yacht. Nee. Sehr, sehr cool. So. Ja. Wir müssen tanken. Da steht es. Aber wir müssen erst entladen. Aber es reicht noch locker flockig bis zur nächsten Tankstelle. Ich hoffe, dass wir auch sofort entladen können. Und hier vorne sehen wir jetzt, ja, da ist die Azamara Persian oder Pursuit. Und da werden wir jetzt erstmal anhalten, weil wir jetzt erstmal gucken, ob wann wir dran sind mit entladen, weil die Luke ist noch zu. Wir sind echt die allerersten jetzt hier. Und hier wird jetzt gerade die Koffer. Und normalerweise da, wo die Luke ist, da wird gleich, glaube ich, auch entladen. Ja. Von daher mache ich jetzt erstmal nochmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich. So. Und das war ein Stückchen von Spanien. Und jetzt habe ich noch ein kleines Highlight. Das habe ich auch gar nicht in den Videos reingepackt. Das war in Schweden. Und da gibt es die Autobahn E4. Ganz gemütlich hochgefahren, bin runtergefahren, wollte an einem Truckstop anhalten und sehe auf einmal ein Flugzeug. Da steht ein Flugzeug und das ist ein Candy Airline, nennt er sich. Und da kann man reingehen und ja, Süßigkeiten kaufen. Süßigkeiten on must. Tankstelle Scannes Fagathult. Ich zeige euch mal kurz das Bild dazu auf dem Laptop. Da, wenn ich jetzt ein bisschen ranzoome. Warum? So, da habe ich gestanden und hier ist das Flugzeug. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rausscrollen, wir machen das richtig professionell, dann seht ihr hier Scannet Fagerhult. Und yeah, so. Und da war ich dann auch erstmal ein paar Süßigkeiten holen. Aber die Szene kommt jetzt für euch und danach machen wir mal so einen Endcut und reden mal über alles so ein bisschen. Und ja, bis gleich. Ich muss jetzt hier runter. Ist nicht wahr, oder? Da steht ein Flugzeug. Das ist ja mal mega. Ist das ein Restaurant im Flugzeug? Also ihr werdet es gleich sehen. Also das wäre schon ziemlich cool. Das ist schon eine richtig coole Sache. Ich glaube, da ist mehr. Oder ist das für Kinder? Ich glaube, das ist mehr für Kinder. Ja, das ist für Kinder, das ist definitiv für Kinder. Ah, so. Sieht richtig, so stelle ich mir so einen richtig coolen Autohof an. Ja. Ah.
Hier haben wir nochmal den von vorhin, den von Ingo Dinges. Sehen ja auch mega aus. War Wikinger-Style und ach. Du mich auch. Du mich auch. Da soll er bei mir auf den Arm war. Ja, ich will jetzt mein Schlusswort sagen. Danke. Oder? Darf ich? Nein? Nein. Wird jetzt gespielt. Ja. So, wir wollen jetzt mal drüber reden. Wir hatten einmal die Szene gehabt, wo wir abgeladen haben. Wie gesagt, da haben wir Müll abgeladen. Schlicht und einfach. Und dann muss man halt hinten ausfegen, weil Müll... Und eigentlich muss man immer ausfegen. Ganz klar. War eine ganz normale Entladung. Und ja, die zweite Szene, wie gesagt, waren wir in Barcelona als erstes. Und wir hatten jede Menge Wartezeit. Und... Es war eigentlich eine schöne Zeit, dort lang zu fahren. Runter in den Süden, Spanien oder jetzt die letzte Szene halt in Schweden. Da war ich echt überrascht. Erste Mal so diese Strecke gefahren und dann sieht man dieses Flugzeug. Und dann dachte ich, ey, da muss ich mal kurz gucken gehen. Und ja, Süßigkeiten waren lecker. Was nur Schweden teuer ist, ne? Also war das schon ziemlich cool. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein Format, wenn ich Aufnahmen habt, die irgendwo nicht mehr reinpassen oder total untergehen oder sonstige Sachen, dann mache ich dieses kleine Highlight-Show. Ne? Also wenn euch die Sache gefällt, ich packe immer so 2, 3 oder 4 Szenen rein, die nicht gepasst haben und dann kann man dann wunderbar was machen. Ne? So kann man dann auch noch Sachen zeigen, die man so nicht zeigen, irgendwie nicht reingepasst hat. Ne? Oder ich zu doof bin, das reinzupacken. Oder vergesse. Geht's euch hinten gut? Ja? Ja? Okay. Gut. Von daher sage ich jetzt schönes Wochenende. Wenn euch es gefallen hat, Daumen hoch. Also, ne, wie vorhin gesagt, einfach mach mal alles. Ne? Alles mal reinrotzen. Ne? Alles kommentieren, gefällt mir. Oder alles kacke, gefällt mir nicht. Liken, disliken. Ist eure Entscheidung. Würde mich darüber freuen, wenn ihr hochgeht. Ne? Von daher, wir sehen uns und ja, ciao.